Ja, also die sehe ich durchaus. Ist natürlich auch eine Hypothese, aber ich sag mal, wenn man diese Fälle recherchiert hat, die ich in dem Buch auch näher beschreibe, die Entführung von Johnny Gosch, den sogenannten Franklin-Skandal, wo es über ein Dutzend Tote gab, wo man immer wieder auf dieselben Zutaten sozusagen stößt, nämlich sexueller Missbrauch, Mind-Control-Techniken, Kinderprostitution und das dann vergleicht mit dem Epstein-Fall, wo auch dann minderjährige Prostituierte sind und scheinbar eine schützende Hand über dem Epstein war und drittens auch wiederum sehr einflussreiche Personen mit diesen Minderjährigen in Kontakt kamen. Da erkennt man eigentlich schon sehr gut dieses Muster der CIA, nämlich minderjährige abgerichtete Sexsklaven mit äußerst einflussreichen Personen dann zusammenzubringen, um diese Person dann für immer erpressbar zu machen. Und da reicht ein einzelner Kontakt aus. Da wird vielleicht auch mit LSD nachgeholfen oder anderen Drogen. Wenn man da jetzt die entsiegelten Klagen mal sieht, gerade von der Hauptzeugin hier, die ja sagt, da sind mehrere ausländische Präsidenten und ein bekannter Premierminister und ein Juraprofessor etc. in diesen Missbrauch verwickelt, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass auch da diese Verbindung besteht und das auch der Grund war, warum Epstein da so lange ungeschoren oder mit einer sehr, sehr milden Strafe davon gekommen ist. Ja, ist eine sehr gute Frage. Also es ist nahezu unmöglich, aus eigener Kraft das zu schaffen, weil man bedenken muss, das geht in frühester Kindheit los. Da wird im Alter von 2, 3 Jahren oder meinetwegen auch 6 Jahren wird da an der Persönlichkeit in extremster Form manipuliert. Da werden Alternativpersönlichkeiten geschaffen, wo eine die andere nicht kennt und auch bestimmte Persönlichkeiten so programmiert sind, dieses ganze System zu beschützen. Das heißt, selbst wenn ein Anteil sich entscheidet, irgendwie loszukommen, in Therapie zu gehen, sind da wahrscheinlich mehrere Anteile im Hintergrund, die genau das verhindern wollen. Also meistens wird das nur über eine Therapie gehen, wo aber auch wirklich der Therapeut im Detail sich auskennen muss, mit was er es da zu tun hat. Bis vor wenigen Jahren haben sehr viele Therapeuten und sind wahrscheinlich immer noch eine ganze Menge gar nicht dran geglaubt, dass es sowas gibt wie eine multiple Persönlichkeitsstörung, bis dann sich diese Fälle gehäuft haben. Ein Fall, wo scheinbar das gelungen ist aus eigener Kraft, den ich auch im Buch näher beschreibe, ist die Katie Groves, die einen YouTube-Kanal betreibt, wo sie sehr detailliert dann über ihren Weg aus dieser MK-Ultra-Gefangenschaft sozusagen heraus beschreibt, wo auch ihre Familie, ihre Eltern damit drin hängen, sie auch programmiert haben, die ich für authentisch einstufe, die sehr intelligent auf jeden Fall ist und die aber auch ganz klar spezielles Wissen über diese MK-Ultra-Techniken hat, was man sich nicht einfach so ausdenken kann, sondern da muss man wirklich dabei gewesen sein oder müsste sich jahrelang mit spezieller Fachliteratur beschäftigt haben. Also das ist so ein Fall, die weitgehend das geschafft hat, wobei bei ihr auch sie immer noch in der Wir-Form redet, wie es viele dieser sogenannten Multiplen tun, weil da immer noch mehrere Alternativpersönlichkeiten vorhanden sind. Also sie hat es noch nicht geschafft, alle Persönlichkeitsanteile, man sagt ja, zu integrieren. Von daher ist das so oder so immer ein sehr langer Weg, wo man wahrscheinlich auch nie eine vollständige Integration erreichen kann. Ja, ist schwer zu beurteilen, weil da wenig belastbare Fakten vorliegen. Also zum einen gehe ich davon aus, dass das Programm immer noch aktiv ist. Es gab da vor einigen Jahren auch im ZDF eine sehr gute Dokumentation. Dressierte Killer nennt die sich, findet man noch auf YouTube, wo auch dann ein früherer Mitarbeiter des Weißen Hauses gegenüber den Redakteuren bestätigt hat, dass das Programm wohl noch aktiv sei. Und wenn man natürlich so Fälle wie von Katie Groves sieht, die ist jetzt, ich meine, Anfang 20, wenn man den Fall sieht, dann scheint das Ganze immer noch aktiv zu sein, weil die bis vor kurzem in diesem Programm noch gefangen war. Der zweite Aspekt ist, wie weit reicht das Ganze? Und wenn ich da jetzt auf dieses Thema eingehe, was ich eben kurz angesprochen habe, dass die CIA im massiven Umfang da sexuelle Erpressung betreibt,
Da gibt es eine Aussage von einer der Damen, die auch vor diesem Lincoln-Untersuchungsausschuss ausgesagt hat. Die berichtet, wie sie in so einem Art Sommercamp der CIA war, wo es darum ging, junge Mädchen, aber auch Jungen abzurichten für solche sexuellen Dienste. Und sie sagt, dass allein in dem Sommer, wo sie da war, 60 oder 70 andere Kinder dort waren. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, dass da allein in einem dieser Sommercamps 70 MK-Ultra-Opfer allein für diesen Zweck dann dressiert wurden, da kommt man doch auf sehr erschreckende Zahlen. Und das zeigt sich auch daran, dass die Tatorte, die da genannt werden, also wo diese Programmierungen ablaufen, also sehr, sehr weitgehend sind. Da werden eine ganze Reihe von US-Militäreinrichtungen genannt. Oft trifft man da immer wieder auch auf dieselben Namen. Sogar NASA-Einrichtungen werden da genannt. Also es hat den Anschein, dass da wirklich in einer ganzen Reihe unterirdischer Militärinstallationen ganz gezielt diese Traumatisierung und Programmierung ablaufen, sodass man leider davon ausgehen muss, dass das wirklich in die Hunderte oder Tausende geht, die da inzwischen programmiert worden sind und genauso von den Kulten. Wer das im Einzelnen ist, weiß man natürlich nicht, aber es spricht schon dafür, dass das beispielsweise auch in die Bereiche Entertainment, Filmindustrie geht. Also da gibt es zum Beispiel konkrete Aussagen von zwei sehr glaubhaften Zeugen, deren Aussagen auch belegt werden konnten oder überprüft werden konnten. Paul Bonacci zum einen und auch die Katie Groves sagt das, dass tatsächlich da auch viele Showpersönlichkeiten oder Moderatoren oder ähnliches so eine Programmierung durchlaufen haben. Ein Beispiel möchte ich mal ganz konkret nennen, nämlich wenn man sich mal anschaut, das Video Wide Awake von Kate Perry und Hintergrundwissen hat zu diesen Programmierungen, wie die ablaufen, was für ein System dahinter steckt, dann erkennt man in diesem Video von Anfang an letztendlich ganz viele Hinweise, dass es hier um dieses Mind-Control-Thema geht. Viele Szenen machen anders interpretiert gar keinen Sinn. Also da wird diese Dissoziation gezeigt durch einen Blick in den Spiegel. Dann sieht man, wie quasi ihre Kernpersönlichkeit, nämlich die wahre Catherine, sie da an die Hand nimmt und offenbar versucht, sie aus dieser inneren Gefängniswelt herauszuführen. Dann kommt da so eine Hypnosekatze ins Spiel. Dann kommen die berühmten Schmetterlinge, die als Butterflies für die sogenannte Monarch-Programmierung als Zeichen verwendet werden. Also man findet eine ganze Reihe von Indizien, dass offenbar hier so eine Programmierung erfolgt ist. Lässt sich natürlich nicht nachweisen, aber wenn man sich das aufmerksam mit diesem Hintergrundwissen anschaut, da spricht schon viel dafür, dass hier gezielt, warum auch immer, solche Hinweise gegeben sind. Also oftmals fühlen sich die Drahtzieher im Hintergrund so sicher und so mächtig, dass sie sich da quasi den Scherz erlauben, das in der Form mal anzudeuten oder publik zu machen und vielleicht aber auch mit dem Ziel, durch solche Darstellungen andere Opfer, wiederum man sagt, zu triggern, also bei denen durch diese Symbolik Programmierung ganz konkret auszulösen. Auch das hört man. Also ich bin überzeugt davon, dass diese satanischen Familien, in denen dieser Missbrauch stattfindet, und das ergibt sich auch aus der Fachliteratur, wo die Überlebenden ihren Therapeuten immer wieder sagen, dass sich das im familiären Umfeld abgespielt hat, diese rituelle Gewalt, dass diese satanischen Familien tatsächlich eine satanische Agenda verfolgen und auch an diese Dinge glauben, an Dämonen glauben oder an eine negative Gottheit, aber zum Beispiel auch glauben an mediale Fähigkeiten. Da stößt man immer wieder drauf. Also da werden Kinder, von denen man annimmt, dass sie medial begabt sind, also Dinge voraussehen können oder sonstige paranormale Kräfte haben, die werden da sehr hoch geschätzt und man nimmt das ernst, genauso wie man ernst nimmt, dass das Ganze, vor allem auch Opferungen und bestimmte Rituale, einen energetischen Zweck verfolgen. Ja, durch das Trinken von Blut man beispielsweise dann die Lebensenergie des Opfers aufnimmt oder auch durch den Verzehr von Fleisch. Und da muss man sagen, dass diese extrem grausamen Praktiken wie Opferung von Kindern, von Babys, von Föten mit anschließendem Kannibalismus immer wieder von den Überlebenden berichtet werden. Es gibt da weltweit Studien, vor allem aus den USA, aber auch aus Deutschland, die zeigen, dass wirklich solche Praktiken
da an der Tagesordnung stehen. Und allein in Deutschland wurde in drei kleinen Bundesländern oder Bereichen hier der BRD mal eine Umfrage bei Vertragstherapeuten durchgeführt. Und allein da kam man auf, 42 berichtete Tötungsdelikte, wobei man natürlich nicht weiß, ob da wirklich immer eine Tötung hintersteckte. Vielleicht war es zum Teil nur inszeniert. Aber da sind zum Beispiel auch Fälle enthalten, wo dann ein Zeuge sicher mehr als eine Tötung erlebt hat, weil das üblich ist, dass die im Laufe ihrer Jahre in so einem Kult an einer ganzen Vielzahl von Opferungen teilnehmen. Also das ist Realität, die in den Praxen, auch deutschen Praxen von Traumatherapeuten, ja ein massives Problem darstellt, die aber von der Politik und vor allem auch von der Justiz bislang nicht verfolgt wird. Ein Grund dafür ist, gehe ich auch in meinem Buch drauf ein, dass es in der sogenannten polizeilichen Kriminalstatistik bislang nicht vorgesehen ist, so einen rituellen Bezug kenntlich zu machen, so dass zum Beispiel beim BKA das Phänomen rituelle Gewalt, inklusive allem, was damit zu tun hat, Opferung, Folter und so weiter, nicht als eigenständiges Phänomen bekannt ist und damit auch nicht verfolgt wird. Und das ist unvorstellbar, wenn man überlegt, dass Tag für Tag viele Therapeuten in Deutschland sich mit diesen Fällen beschäftigen müssen.